Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Professor Layton. Ich habe mir die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, noch eine ganze Weile angeschaut. Und falls ihr jetzt denkt, okay, der Typ hat das aufgenommen, hat sich die 8 Minuten angeschaut, geguckt, ob die Aufnahme in Ordnung war und dann war er fertig, der täuscht sich ganz stark. Denn ich habe mir diese Aufnahme mehr als 3 Stunden am Ende im Standbild angeschaut, weil ich dieses dumme, dämliche Fotorätsel lösen wollte. Okay, es ist nicht dumm und dämlich, aber ich wollte es einfach lösen. Und mir ist das aufgefallen. Diese kleine Knolle hier. Ja, genau, diese kleine Knolle ist hier unten nicht zu sehen. Und die nehme ich jetzt einfach mal. Ja, endlich ist es gelöst. Ich hätte hier noch 80 Folgen dranhängen können. Super. Du hast alle Unterschiede entdeckt. Nun kannst du ein verstecktes Rätsel finden. Okay. Besuche den Ort, an dem du dieses Foto aufgenommen hast und tippe die Stellen an, wo die Unterschiede lagen. Okay, nanu. Das geht zur Knolle hin. Okay, ich nehme mal an, es wird an der Knolle sein. Gucken wir uns mal um. Okay, hier unten war eins. Eine Hinweismünze. Okay, nochmal. Noch eine Hinweismünze und hier wird jetzt das Rätsel sein. Volltreffer, ein verstecktes Rätsel. 30 Pikarat, Rätsel Nummer 119, falsche Münzen. Das sieht mir ganz nach einem starken Mathe-Rätsel aus. Und ich lese es euch einfach mal vor. Du hast 5 Beutel, in jedem der 5 Beutel sind 10 Münzen. In einem der Beutel sind falsche Münzen, die leichter sind als die echten. Eine echte Münze wiegt 10 Gramm, eine falsche Münze wiegt 1 Gramm weniger. Wenn du eine Waage benutzt, die maximal 200 Gramm wiegen kann, wie oft musst du dann mindestens wiegen, um den Beutel mit den falschen Münzen zu identifizieren? Okay, das wird trotzdem viel mit Berechnung zu tun haben. Und da ihr das ja wisst, dass ich Mathe-Rätsel eigentlich hasse wie die Pest, lasse ich das einem Zuschauer. Derjenige, den ich meine, hat bestimmt schon gemerkt, wen ich meine. Ich lasse dir dieses Rätsel und ich werde auch einfach mal die Folge weitermachen. Ich lasse das Rätsel für dich da. Wenn du die Lösung hast, kannst du sie mir schicken. Wenn du sie als Kommentar reinschreibst, werde ich es in den nächsten Folgen irgendwann mal lösen. Und wir machen jetzt einfach mal weiter. Wieso versuchen wir es nicht einfach später nochmal? Okay. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Vielleicht geht's hier auch noch weiter. Da steht jemand. Hinfort, ihr elendigen Vampire! Verlasst unverzüglich mein Grundstück! Geht es Ihnen gut? Was? Wer seid ihr? Nein, schweigt! Ich habe euch durchschaut! Vampirschergen erkenne ich sofort! Moment mal, wovon reden Sie bitte? Wir haben gerade einen lauten Schrei gehört und wollten helfen. Sag, was du willst, Kerlchen, aber es wird dir nichts nützen. Macht mir nichts vor! Wenn ihr wirklich keine Blutsauger seid, dann löst mir dieses Rätsel. Hier, löst es! Rätsel Nummer 76. Blick auf den Turm. Okay, in einer ruhigen Stadt steht ein Turm, der einen wunderbaren Ausblick auf die ganze Stadt bietet. Da man jedes Gebäude vom Turm aus sehen kann, sollte man logischerweise auch von jedem Gebäude aus den Turm sehen können. Auf dem Bild unten siehst du jedoch ein Gebäude, von dem aus man die Turmspitze in keinem Fall sehen kann. Egal aus welchem Fenster man sieht. Nochmal genau. Auf dem Bild unten siehst du jedoch ein Gebäude, von dem aus man die Turmspitze auf keinen Fall sehen kann. Die Turmspitze. Kreise das Gebäude ein. Okay. Dann würde ich mal ganz einfach sagen, vom Turm selber aus sieht man die Turmspitze nicht, weil man kann ja nicht nach innen gucken. Also kreise ich mal hier ein. Nehmen wir das. Okay, richtig. 20 Pikarat.
Gut mitgedacht, vom Turm aus kann man auf keinen Fall die Spitze des Turms selbst sehen. Natürlich kann man sich recken und nach oben schauen, aber die Spitze sieht man so trotzdem nicht. Nicht schlecht für einen Vampir. Es sei denn, ihr seid doch keine Lakaien des Blutsaugers. Falls dem so ist, dann folgt besser meinem Rat und bleibt bloß dem Schloss fern. Okay, ein Schloss. Dort lebt eine der schlimmsten und fürchterlichsten untoten Kreaturen weit und breit. Dort lebt ein Untoter? Ja, also sozusagen. Berühre ein Geheimnis. Gerüchten zufolge haust im Schloss am Rande der Stadt ein Vampir, weshalb es auch kein Einwohner von Volsens je wagt, sich dort aufzuhalten. Ist es tatsächlich möglich, dass ein Vampir im Schloss Herzen wohnt? Wir werden es bestimmt noch herausfinden. Hat er noch was zu sagen? Hey, ihr zwei, es ist ein Notfall. Etwas Schreckliches ist passiert. Oh nein, was ist los? Mein Tee ist gar nicht süß. Wie soll ich denn ohne süßen Tee Vampire bekämpfen? Wie? Ich würde mir ja zu Hause einen neuen kochen, aber ich muss doch auf meinem Posten bleiben. Wir sind gefangen, wie die Ratten. Das ist der Notfall? Was sagst du das so grinsend? Was sollen wir denn tun, wenn die Vampire hier reinplatzen? Wie soll ich denn dann mitten im Kampf meinen Durst löschen? Hast du dir das mal überlegt, Welche Art von Tee benötigen sie denn, um ihren tapferen Kampf fortzusetzen? Es ist ein geheimes Rezept für Vampirjäger, das mir mein Großvater beigebracht hat. Etwas Frohwurzelklee? Noch etwas? Das ihn rauchig und durstlöchend macht. Oh, ich verstehe. Sicherlich können wir ihnen einen ähnlichen Tee kochen. Ihr seid ja gut vorbereitet, was? Also gut, wenn ihr ihn kochen könnt, dann her damit. Kochen. Wir haben die Zutaten noch gar nicht. Mach einfach mal so ein, vielleicht können wir den ja später mal gebrauchen. Feuermilde. Ich finde beeindruckend, wie perfekt sich die Schärfe und die Süße in der Waage halten. Wer hätte gedacht, dass süß und pikant so gut miteinander harmonieren? Ich habe jetzt nichts dafür, aber ich nehme jetzt einfach mal. Braucht mir etwas Rauchiges mit Klee und etwas Süßem. Los, Beeilung. Okay, wir haben nichts. Die Sicherheit der Stadt steht auf dem Spiel. Und ihr meint, ihr könnt einfach so abhauen, Feiglinge. Wir verlassen einfach mal den Turm. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwo Zutaten für den Tee. Und wir schauen uns noch mal ein bisschen hier um. Was ist denn hier? Okay, hier geht's das nächste Mal weiter. Bis zur nächsten Folge. See you later, Leute.